Kamelien? Aber Russenmark. Russenmark. Habe ich ja gesagt. Ja. Im südlichen Stadtteil von Phnom Penh befindet sich der Phat Thual Thom Phong, der Russenmarkt. Während der Zeit des vietnamesischen Einflusses kauften auf diesem Markt für gewöhnlich die Russen ein, da sie hier geschmuggelte Westware fanden, die sie zu Hause nicht bekamen. Der Russenmarkt ist mit Sicherheit der am meisten touristisch orientierte Markt Kambodschas und ein lohnendes Jagdrevier für Souvenirjäger. Doch gibt es hier noch andere für den Touristen interessante Artikel, wie zum Beispiel Bücher und Landkarten über Kambodscha, Filme und Fotoausrüstung, aus Thailand importierte Kleidung und Raubkopien der neuesten amerikanischen Filme auf Video und DVD, sowie Computersoftware und Musik-CDs. Neben den üblichen Artikeln eines kambodschanischen Marktes gibt es eine reichhaltige Auswahl für den Handwerker und Bastler. Hier wieder aktuelle Videofilme auf DVD, genauso wie auch Serienhits und Musikvideos. Aus den schönsten Stoffen kann man sich hier seine Kleidung maßschneidern lassen. Und außerhalb des Marktes auf den Straßen findet man jede Menge zu essen.